Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. 19. Oktober 1962. Die heiligste Jungfrau führte das Gespräch in der Kirche. Meine Tochter, meine Liebesflamme ist so entbrannt, dass ich nicht nur ihr Licht, sondern auch ihre Wärme in voller Kraft auf euch zu übertragen wünsche. Meine Liebesflamme kann ich nicht mehr länger in mir verdrängen. Mit ausbrechender Kraft strömt sie euch zu. Diese meine überströmende Liebe sprengt den Hass der Hölle, der die Welt im Banne hält, damit umso mehr Seelen vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Ich sage dir, so etwas gab es noch nie. Das ist mein größtes Wunder, dass ich jetzt an euch wirke. Und sie bat flehentlich, ihre Worte nicht missverstehen. Meine Worte sind doch klar und vernünftig. Ihr dürft sie nicht umändern und fehldeuten, denn ihr tragt große Verantwortung dafür. Stellt euch an zur Arbeit, seid nicht untätig. Ich helfe euch auf eine Weise, die einem Wunder gleicht, das ihr ständig wahrnehmen werdet. Habt Vertrauen zu mir und greift dringend zur Tat. Vertagt mein Anliegen nicht. Satan schaut auch nicht untätig zu. Er macht furchtbare Anstrengungen, da er das Wirken meiner Liebesflamme bereits verspürt. Dies versetzt ihn in schreckliche Wut. Nehmt den Kampf auf. Die Sieger werden wir sein. Satan wird in dem Maße blind, indem ihr euch an der Verbreitung meiner Liebesflamme beteiligt. Ich will, dass die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens überall bekannt werde, so wie auch mein Name auf der ganzen Welt bekannt ist, die in der Tiefe der Herzen ihre Wunder wirkt. Im Zusammenhang mit diesen Wundern braucht man nicht Untersuchungen durchzuführen. Ihre Echtheit wird ein jeder in seinem Herzen gewahr werden, und wer sie empfunden hat, der wird sie ohnehin weitergeben, denn die Gnade wird in ihm wirksam. Dazu braucht man keine besondere Beglaubigung. Ich selbst werde sie beglaubigen, in einer jeden Seele einzeln, damit ihr das Gnadenwirken meiner Liebesflamme erkennet. Während die Jungfrau Mutter dies sagte, ließ sie meine Seele ins Dunkel der Grotte von Bethlehem sich versenken. Und das Wort ist Fleisch geworden. Dieses wunderbare Geheimnis beleuchtete sie durch das Licht ihrer Gottesmutterschaft. Der Sohn Gottes war im ersten Augenblick seiner Geburt in Armut und Demut zu uns gekommen. Die Jungfrau Mutter befestigte mich weiterhin in der Demut. Sei du jene Seele, die stets die Demut sucht. Meide jene, die dich ehren und lieben. Suche die Verachtung. Liebe jene, die dir Übles nachreden und dich nicht verstehen. Als sie ihre Worte beendete, war ihre Stimme mit der des Herrn Jesus verschmolzen. Er sagte: Das ist meine Lehre, das tue. Ich gebe dir Zeit und Gelegenheit, deine Aufgabe zu üben. Bei der Teilnahme an meinem Erlösungswerk musst du jene Seelen, die mich verachten und missverstehen, in meine Nähe bringen. Das ist nicht leicht, aber unsere Hände sammeln gemeinsam. Und wer mit mir sammelt, wird ein sicheres Ergebnis erlangen. Auch wenn der Schein keinen Erfolg aufweisen würde, kannst du seiner sicher sein. Bittet meinem Vater in meinem Namen, er wird euch geben, worum ihr in meinem Namen bittet. Habt nur Vertrauen und beruft euch auf die Liebesflamme meiner heiligsten Mutter, denn sie verpflichtet die drei göttlichen Personen. Die durch sie erbetenen Gnaden werden euch zuteil. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes und ihre Liebe
erwärmt die erkalteten Herzen der Welt so sehr, dass sie neu belebt und gestärkt sich zu Gott erheben können. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen.